So, ihr Lieben, jetzt gibt es noch ein schnelles Rezeptvideo, oder beziehungsweise es ist gar kein großes Rezeptvideo, denn der Marco hat einfach mal nochmal eine richtig gute Idee. Wir haben euch ja jetzt heute die Pizzabrötchen gemacht und auch den Gnocchi-Auflauf. Und da der Marco ja keine Aubergine macht und natürlich auch das ein oder andere übrig geblieben ist, wo man geschnippelt hat und mir nachhaltig sind und nichts wegwerfen wolle, bin ich also wieder hingegangen und das zeige ich euch jetzt hier und haben die in unserer Silikonbeck mariniert. Das ist also alles jetzt nur pures Gemüse. Da ist drin Fenchel, da ist Aubergine drin. Was haben wir noch drin? Paprika-Reste, Champignon-Reste. Und ich mache mir das jetzt fürs Mittag, für morgen Mittag auf die Arbeit mitzuholen und gare mir das schon vor im Airfryer. Denn ich habe jetzt aus dem Airfryer einfach das Gitter rausgenommen, wie ich es gerade eben schon erklärt hatte, dass das hier super gut geht und fülle mir jetzt hier mein Gemüse rin. Hand das natürlich, dass das ein bisschen Geschmack hat, weil im Airfryer ist es ja so, dass du normalerweise kein Fett brauche durch, aber dass das Gemüse, gucken wir, wie viel das auch jetzt noch ein bisschen ist, Geschmack auch noch kriegt, habe ich das ganz klein bisschen mit Olivenöl gewürzt, mal hat man noch ein bisschen Knoblauch dran gepresst. Bisschen Chili, bisschen Salz, Pfeffer. Und das gebe ich jetzt einfach hier in unseren Airfryer hin und lasse mir das jetzt einfach hier drin braten. Dort dazu esse ich morgen Mittag ein bisschen Feta, ein paar Olivenschalen noch dabei und haben ein richtig schönes Mittagessen. Das heißt also, wir haben ja hier unsere Gemüsestufe, das ist, wo der Brokkoli abgebildet ist. Dort lasse ich es jetzt einfach mal auf 8 Minuten auf 180 Grad gare und sage Go und zeige euch dort dazu natürlich auch wieder, wie das aussieht. Und ihr wisst, ich bin einfach dafür da, dass ich die Produkte benutze, dass ich nicht viel wegwerfe. Ich bin ja jemand, der immer sagt, viel rumfort, was rumliegt und fort muss. Die Lebensmittel sind einfach so teuer geworden mittlerweile, dass man sie verwenden muss und immer noch mal Idee und die will ich euch dort mitgeben. Ich zeige euch nachher das Endergebnis, ihr Lieben. Bis gleich. Nächstes Video kommt. An euch versprochen, es gibt gleich ein Angebotsvideo. Das kommt auch jetzt.